So, da sind wir wieder. Und wenn man bedenkt, wie sie ihre Zaubersprüche genannt haben, hätten sie sich bei der Truhe ein bisschen was anderes einfallen lassen können. Weil ich finde einfach nur Truhe für einen Gegenstand, wo wir jetzt 80 Folgen oder was wir gebraucht haben, um die Gegenstände zu sammeln, doch ein wenig fad. Aber gut, wir haben jetzt das Ding, wonach wir so lange gesucht haben, von dem singenden Zwerg. Gucken wir uns mal ganz kurz hier in der Mitte um, auch wenn ich nicht glaube, dass hier noch irgendwas anderes sein wird. Denn seine Schätze hat der Zwerg bestimmt irgendwo anders versteckt, wo wir nicht rankommen. Und dann machen wir einen Abflug. Wir müssen nach Osten, also da lang. Ja, und jetzt die Frage, wo genau wir hingehen. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können entweder die Burg des Bösen weiter erforschen. Da sind wir einmal schon kurz durchgehuscht. Oder wir gehen zum Anvil of Dawn, also zum Amboss der Dämmerung. Aber von der Story her macht es keinen Sinn, wenn wir zum Amboss gehen würden, denn davon wissen wir ja noch gar nichts. Nur wir als Spieler wissen davon, weil es auf der Karte halt angezeigt wurde. Also denke ich, wir sollten zuerst die Burg des Bösen weitermachen. Das heißt, wir gehen jetzt darum, dadurch, da lang, ja. Ganz viel geradeaus laufen. Ja, bei der Burg des Bösen, was haben wir da gemacht? Wir haben glücklicherweise recht schnell einen Schlüssel gefunden zu der Abkürzung hierher. Und haben nur gleich den Ausgang genommen. Nicht da reinspringen. Aber wirklich schwer sah die Burg auch nicht aus. Also die Gegner waren machbar. Außer jetzt diese komischen roten Teufelsdinger, die haben wir nicht bekämpft. Da sind wir einfach da vorbeigelaufen. Aber ich denke mal trotzdem, dass wir es gut hinkriegen. Wenn wir denn ein Schild in der Hand behalten und nicht nur mit einem Schwert rumlaufen. So, Erdmagie erhöhen, okay. Und Schild in die Hand. Und rein in das Portal. Swoosh, Festung des ultimativen Bösen. Ja, Burg des Bösen. Wir sind gleich in den Teleporter reingegangen. Sicher? Warum haben wir das denn nicht markiert? Oh, nee, wir sind auf der anderen Seite. Stimmt, hier geht's zum Feuerberg. Und da geht's dann wieder Richtung... Was wollte ich mal markieren? Also das nennen wir jetzt... Z. Wir werden irgendwo hier rauskommen. Das markiere ich einfach mal als Z-Ausgang. Du bist Y. Und hier oben ist irgendwo... Y-Ausgang. Na gut, dann erforschen wir halt den Dungeon mal von dieser Seite aus. Spricht dir nichts dagegen, wir werden so oder so alles erforschen müssen. Ein Wirbelwind, das ist ja weiter nicht wirklich schlimm. Eine Druckplatte, wo wir hoffentlich diesmal nicht so viele Steine brauchen. Na, wir haben recht viele da liegen lassen. Oder? Ja, die Kiste ist leer. Wir haben die Steine da gelassen. Was so im Nachhinein vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Gucken wir mal. Nö. Au. Nö. Ja. Okay, die Druckplatte lassen wir es mir da. Die ist ja eingezeichnet. Denn ich habe es. Na, wo gehst du denn hin? Also ja, weil ich habe nicht wirklich Lust, jetzt nur zurückzulaufen, nur um ein paar Steine einzusammeln. Vielleicht finden wir hier noch ein paar. Und ich verspreche dir einen schnellen Tipp. Na, nicht so schnell wie deiner sein wird. Zwei Schläge und das war's. Das macht doch Spaß. Also wieder die ganz alten Kisten mit einem Fleischsymbol, einem Onyx-Rabenschlüssel und das war's. Schlüssel, da hatten wir doch noch einen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, für welchen Dungeon der war. Also ob wir den hier gefunden haben, bei unserem Durchlauf, oder ob wir ihn irgendwo anders haben mitgehen lassen. Müssen wir mal gucken, auf was für Schlösser wir treffen. Das ist doch kein richtiger Kampf. Nö, ist auch kein richtiger Kampf. Das ist nur du, der umkippt. Nix dabei. Nö. Also soweit gefällt mir dieser Dungeon. Außer wenn da gerade ein Dreher war. Und schon gefällt er mir nicht mehr. Was soll dieser Raum bewirken? Hm.
Ich sehe nichts, das sich so augenscheinlich verändert. Außer, dass die Steine auf der falschen Seite sind. Waren die Steine nicht noch eben hier? Was ist jetzt? Mit den Druckplatten teleportiere ich die Steine? Ah ne, mit den Druckplatten mache ich da die Wände zu. Ah, okay. Ja, das macht ein bisschen mehr Sinn. So. Und. Oh. Okay, jetzt sind dahinter die Steine zugegangen. Was war denn die Ausgangsstellung? Na gut, lassen wir es erstmal so. Ich glaube, die Ausgangsstellung war, dass die Steine da hinten immer hin und her gegangen sind. Das heißt, die Druckplatten wurden immer aktiviert. Dadurch, dass wir jetzt hier aus Versehen die Wände hochgemacht haben, kommen die Steine nicht mehr an die Druckplatten ran. Vielleicht kommen wir dadurch ja irgendwo weiter. Und wenn nicht, dann kommen wir halt später wieder her. Oh, und hier ist garantiert ein Dreher drin. Ja. Wirbelstürme, Steine und Dreher sind eine doofe Kombination. Lass mich hier weggehen. So, geradeaus, 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 geradeaus. Und der Dreher lässt mich einmal im Kreis laufen. Nein, 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 nein. Ja, danke, dass du mich das stehen lassen. So, oh, da ist ein rotes Ding und wir sollten auf unsere Lebenspunkte achten. Beziehungsweise ich. Aber wir haben ja mehr als genau Heiltränke. Und den Stab hätten wir auch benutzen können. Aber was soll's. Komm her, du rotes Ding, das aussieht, als wenn du aus einem Ultima-Teil stammen würdest. Das ist doch kein richtiger Kampf. Die Tür sieht doch interessant aus. Hat zwar kein Schlüsselloch, aber gut. Wie kommen wir da rein? Oh, alles was für später. Und läuft selber weg. Ja, ja. Stipp einfach. Hör auf zu reden. Hey, der hält mehr aus als sonst. Und nichts dabei. Und hier sind irgendwie verdächtig viele Steine. Aber dafür, dass es irgendwelche Privatgemächer sein sollen und da Steine rumrollen, finde ich das schon komisch. Na komm. Und jetzt dein roter Kumpel. Wo ist der hingelaufen? Egal, Zeit für eine Heilung. Wo ist unser Heilzauber? Das war nicht unser Heilzauber. Und reparieren wollen wir den Gegner nicht. Schön, schnell, 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 schnell. Wenigstens ignoriert der hier keine Zauberzeit. Und komm. Stück, 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 wir wollen uns nochmal heilen. Die Todesanimation finde ich echt cool. Das hat mir bei Grimrock so ein bisschen gefehlt. Da sind sie einfach alle so zerpufft. Das war irgendwie ein bisschen lieblos. So, Schild in die andere Hand. Und noch eine Tür ohne... Ah, doch, da. Einen blauen Schlüssel. Haben wir schon mal gehabt in einem anderen Dungeon, aber den haben wir jetzt nicht dabei. Das ist auch kein seiner Art. Was haben wir hier? Das könnte des Rabens Dingen sein. Passt nicht. Das muss der falsche Schlüssel sein. Oder passt du? Passt nicht. Das muss der falsche Schlüssel sein. Hm. Okay, das sieht aus wie so eine Schlange. Jedenfalls das hintere Teil von der Schlange. Schreiben wir mal hin. Schlange? Fragezeichen. Und da ist blaues Ding. So. Überall Türen mit schreienden Gesichtern. Das ist ein wenig verstörend, aber soll uns nicht irritieren. Es wäre ganz nett, wenn du jetzt den Schlüssel dabei hättest. Okay. Stählerner Kreisschlüssel. Ich glaube nicht, dass das der blaue ist. Und auch nicht dieser Schlangenschlüssel. Aber gucken wir mal. Passt nicht.
Das muss der falsche Schlüssel sein. Und was mit dir? Passt nicht. Das muss der falsche Schlüssel sein. Schade. Na gut, hätte ja sein können. Ich find's schon cool genug, dass der auf Ansage gedroppt ist. Oh. Nein, da musst du gar nicht untergehen. Kannst gleich wieder umdrehen. Ganz schön skurril gebaut. So, also hier ist der Haupteingang. Da geht's zum Feuerwerk. Da ist die Tür, die wir öffnen können. Haustür, die wir nicht öffnen können. Und warum sind direkt hinter den Türen die Altäre eingezeichnet? Ja, auch komisch. Wahrscheinlich so als kleines Special, wenn man irgendwie das Rätsel löst, also die Türen aufbekommt, dann hat man wenigstens eine Möglichkeit, schnell zu heilen oder schnell zu regenerieren. So, ich würde jetzt gerne den Zeitpunkt abtimen, wo der Stein genau drauf liegt. Also die beiden Steine sind auf den beiden Druckplatten. Ändert sich dadurch irgendwo irgendwas? Nö, nicht offensichtlich. Hier ist auch noch ein Stein, aber der... Doch, der rollt immer hin und her und macht dabei die eine Tür auf. Okay, dann gehen wir nochmal durch die eine Tür. Ganz schnell. Oh. So. Gucken hier lang. Ah, das ist mal wieder die neue Wand, wo man durchgucken kann, aber nichts machen kann. Die irgendwie jeder Dungeon hat, was ein wenig frustrierend ist. Aber gut. So. Was ist eigentlich jetzt genau unser Plan? Also wir haben eine Kiste, mit der wir den bösen Zauber des Kriegsherrn, also dieses Meteorfragment, was auch immer das sein soll. Nee, das war die Schlacke der Leere? Irgendwie so hieß das Ding. Das können wir damit einfangen. Also aufbewahren. Jetzt ist nur die Frage, wo bewahrt der böse Kriegsherr das auf? Hat er das bei sich am Körper? Müssen wir ihn erst besiegen? Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Das ist der falsche Schlüssel. Oder hat er die irgendwo in seinem Kämmerchen rumliegen? Das wäre komisch. Aber vielleicht müssen wir deswegen zum Amboss der Dämmerung. Wir klauen hier die Schlacke, packen sie in die Kiste, laufen mit der Kiste zum Amboss, wollen es da zerstören und dann kommt es zum Kampf mit dem Kriegsherrn. Das könnte ich mir auch vorstellen. So, passt du da rein. Jupp. Da hat gerade was Komisches im Hintergrund geschrien. Ich glaube nicht, dass das die Wachen waren oder diese roten Gegner. Hm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch ein Gegnertyp ist. Weil hier gab es ja schon die Magier, diese roten Dinge. Die Wachen. Das ist ja auch schon ganz ordentlich für ein Dungeon. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Das scheinen hier wohl die Baracken zu sein. Und noch ein Onyx-Rabenschlüssel. Da haben wir jetzt schon zwei von. Ich hätte aber gern so einen Schlangenschlüssel oder so einen blauen Schlüssel. Wettere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Mitleid. Ah, und schön viele Gegner hier. Und da die Gegner an sich anscheinend auch eine Chance haben, Sachen zu droppen, immer her damit. So, ein Kriegshelm. Achso, das ist das Standardding von der allerersten Rüstung. Ein Kriegsschild. Gegner minus 2 für Treffer. Nö. Und das war's. Aber ich finde es ganz gut, dass sie auch Sachen reinprogrammiert haben, die man nicht unbedingt braucht. Einfach nur so für die Stimmung. Weil es ist halt eine Kaserne, da werden keine super Rüstungen rumliegen. Sondern halt nur so Standardsachen, die ein normaler Soldat auch bei sich führen würde. Das ist ganz cool gemacht. Jetzt würde ich nur noch ganz gerne in den Betten schlafen können. Das hätte echt was. So, was haben wir hier? Eine Kriegsrüstung brauchen wir nicht. Kriegshelm brauchen wir nicht. Und das war's. Huh, na gut. Oh, da ist noch dieser Steinblock. Den sollten wir vielleicht auf die Plattform schieben. Also auf die Druckplatte.
Dafür scheint der Block irgendwie gemacht zu sein. Alles andere wäre komisch. Schieb. Schieb. Oh, dahinter ist was, oder? Ja, dahinter ginge es weiter. Kaputt machen. Huh. Das war jetzt komisch. Warum ist da ein Teleporter, der einen direkt dahinter teleportiert? Oh. Vielleicht war das für den Stein. Hätten wir jetzt hier einen Stein gehabt und hätten den Stein nach vorne geschoben, dann würde der Stein hier stehen. Wenn wir den Schritt zurück machen und wieder vor, kommt der Teleporter und teleportiert den Stein wieder hinter uns. Dann könnten wir ihn wegschieben und wieder hier raufschieben. Das ist also für den Fall, dass wir den Stein zu weit geschoben haben. Ah, wozu denn überhaupt den Teleporter hin? Wenn da kein Teleporter wäre, sondern eine Wand, könnten wir es gar nicht zu weit schieben. Ah, okay. Nicht weiter drüber nachdenken, ist nicht wichtig. Wir bleiben bei dem Problem, dass die Druckplatte vorher nicht gedrückt war und jetzt immer noch nicht gedrückt ist. Und anscheinend will sie auch nicht gedrückt werden von so ein paar kleinen Steinchen. Hm. Ja, das ist jetzt doof. Aber können wir nichts machen. Ich werde deswegen jetzt nicht nochmal neu laden. Im Gegenteil, ich werde sogar aus Trotz das jetzt überspeichern. LP... 72a und wir sehen uns gleich wieder.